Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem ich in meinem gestrigen Videobeitrag auf die österreichische Schule der Nationalökonomie eingegangen bin, ja und im Rahmen dessen unter anderem auf die in gewisser Weise Notwendigkeit eines Goldstandards eingegangen bin, werde ich heute noch einmal näher auf die chinesische Politik eingehen und das Ganze. In Verbindung bringen mit der Europapolitik. Ja, es wird spannend. Und das besagte Video von gestern, das findet ihr hier oben verlinkt. Und wenn ihr kein zukünftiges Video von mir verpassen und ihr meine unabhäng unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann lade ich an dieser Stelle ganz herzlich dazu ein, jetzt völlig kostenlos diesen YouTube-Kanal hier zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren. Aber genug der Vorrede und kommen wir endlich zur Sache, würde ich sagen. Ja, es ist weitläufig bekannt, dass China ein sozialistischer Staat ist, aber viel weniger bekannt ist, ja, viel weniger bekannt ist, dass der Sozialismus im Osten, ja, dass er dort grundsätzlich zu funktionieren scheint. Und zumindest in bestimmten Aspekten tut er das. Und um das zu verstehen, schauen wir uns einmal das oder die sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow an? Ja, vereinfacht gesagt ist es nach diesem Modell so, dass ein höheres Motiv erst dann Geltung erlangen kann, wenn das jeweils Rang niedrigere Motiv befriedigt ist, aber der wesentliche Punkt ist hier die Tatsache, dass dieses Modell nicht auf fernöstliche Kulturen angewendet werden kann, weil dort nämlich egoistische Verhaltensweisen kritisiert werden. Mit anderen Worten, wird die soziale Bindung beispielsweise in China, ja, dort wird sie höher bewertet als in westeuropäischen Staaten und das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in China der Sozialismus grundsätzlich sogar positiv wahrgenommen wird, ja? wenn wir allein schon an die lange Tradition des Konfuzianismus denken, wonach soziale Harmonie, Gemeinschaft und familiäre Bindungen im Fokus stehen. Aber wohl bemerkt, die ganze Thematik ist natürlich weitaus komplexer. Mir geht es hier und heute nur um ein Grundverständnis, warum es immer noch sozialistische Experimente gibt, sozusagen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, wenn ich nämlich immer wieder immer wieder die sozialistischen Tendenzen der Europapolitik betone, denn so wie ich das sehe, Wahrnehme, ja, wird in unseren Kreisen von Generation zu Generation, es wird eine Art Umpolung der Mentalität angetrieben. Und zwar weg von der Identifikation mit Dingen wie Erfolg, Macht oder Anerkennung oder auch Geld, ja. Und hin zu wahren, zu einem wahren Kuschelkurs, <laughs> ja, der hinter dem Grundgedanken eines vereinten Europas steht. Ja, wir haben uns alle lieb. <lacht> und <lacht> Und vor allem der vorherrschende Feminismus und die zunehmende Vogue-Kultur, die führen nach meiner Einschätzung langfristig zu einem möglicherweise funktionierenden Sozialismus, auch in Europa. Ja, unterschätzt das nicht. Denn die alte Garde, wenn man so will, mit ihren Werten wie Risikobereitschaft, Mut und Konkurrenzgeist, die wird mit der Zeit aussterben. Oder aber zur Minderheit werden. Jedenfalls, jedenfalls ist genau hier dann wieder die österreichische Schule von großer Bedeutung, die nämlich davon ausgeht, dass es entweder Gemeineigentum oder Sondereigentum geben kann. Also entweder Sozialismus oder Kapitalismus, aber eben keinen Mittelweg wie beispielsweise die soziale Marktwirtschaft, woran... Ja, woran man aber zumindest in Deutschland noch immer pathetisch glaubt, ja, aber im Rahmen dessen die sogenannte Praxeologie ausblendet. Und hier verweise ich dann auch noch einmal auf meinen gestrigen Videobeitrag, den ihr auch unter diesem Video hier in der Infobox verlinkt findet. Ja, schaut mal rein. <laughs> Jedenfalls wird auch in Deutschland immer mehr deutlich, dass sich der politische Kurs, wunschkurs dass er sich in richtung sozialismus entwickelt und weg vom kapitalismus und ob man das jetzt gut oder, gut oder schlecht findet es ist eine entwicklung es ist eine entwicklung die mit der gegenwärtigen regierungsform und unter dem mantel der europapolitik ganz wichtig ja, nicht aufzuhalten ist und wie man sein privates vermögen in jedem szenario langfristig schützen kann das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Ja, hier unten. Und ja, auf eure Sicht der Dinge, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet. Dann abonniert jetzt, wie gesagt, völlig kostenlos, aber nicht umsonst diesen YouTube-Kanal. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und in jedem Fall sehen wir uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles Erdenklich Gute. Habt eine tolle Zeit. Auf bald.